hold for a very important message. Schnuffelhasen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Saniel, dein Lieblingsroaster mit Herz und ich befinde mich in Negotin, beziehungsweise in einem Dorf in der Umgebung bei einem Kumpel von mir. Negotin ist die Stadt, in der ich geboren wurde und ja, ich war letzte Woche, beziehungsweise ich war die letzten Tage in Thessaloniki mit meinem Kumpel und das lief für uns beide nicht so ganz, wie wir uns das vorgestellt haben. Also haben wir uns entschieden, getrennte Wege zu gehen. Er ist zurück in sein Dorf gegangen, nach Griechenland, weil er nämlich aus Griechenland kommt und ich habe dann so gedacht, wenn ich schon hier bin in der Area, dann erfülle ich mir einen Traum, den ich schon seit langem hatte, und zwar mal wieder in meine Geburtsstadt zu fahren. Ich hatte mich ja im Alter von 27 geoutet, heute bin ich 32 und als ich das damals gemacht habe, auch im großen Stil auf Social Media, weil ich damals bei Mr. Gay Germany mitgemacht habe, dachte ich könnte nie wieder an diesen Ort fahren. Weil hier leben nur 6000 Leute und ich dachte, ich würde mit Steinen attackiert werden, so in meiner Fantasie. Also ich habe mich nicht sicher gefühlt und jetzt bin ich da und es ist wunderschön. Ich bin gestern aus dem Bus ausgestiegen, bin erstmal nach Belgrad geflogen von Thessaloniki und dann mit dem Bus 5 Stunden nach Negotin. Und als ich draußen war, kamen ganz, ganz viele Erinnerungen hoch. Ich habe hier jedes Jahr in meiner Jugend 5-6 Wochen meines Sommerurlaubs verbracht und ich hatte richtig Tränen in den Augen, weil ich das einfach so rührend fand. Ja, und jetzt bin ich hier mit Freunden und nehme euch heute ein neues Video auf, und zwar geht es um das Wiedersehen der Bachelorette. Das habe ich mir reingezogen mit Sophia Tomala-Tomala-Tomate. Falls du neu bist auf meinem Kanal, würde ich mich sehr freuen, wenn du ein Schnuffelhase wirst. Werde einer von uns, trete bei und abonniere. Sei du nur über ein Hobby der Schnuffelhasen bewusst. Wir gucken uns immer die Werbung an und in der Zeit, in der wir die Werbung gucken, hinterlassen wir einen Kommentar. Lasst uns bitte heute wissen, wie ihr die Atmosphäre bei diesem Wiedersehen findet. Wie findet ihr auch die Art und Weise, wie Sophia Tomala moderiert hat? Falls ihr die ganze Folge gucken wollt auf RTL Plus, beziehungsweise die ganze Staffel oder andere tolle Shows, dann gönnt euch ein RTL Plus Premium Abo. Das kriegt ihr über mich vergünstigt im zweiten und im dritten Monat mit 50% Rabatt. Ich habe hier ganz lange gerade gesucht nach einem Ort, der nicht halt, der geeignet ist für dieses Video, und ich habe jetzt hier den Dachboden von meinem Kumpel. Es ist fürchterlich warm hier drinne, deswegen werde ich wahrscheinlich ein bisschen eingehen, aber ihr wisst also, warum ich diesen Glow habe. Und jetzt würde ich sagen, legen wir los. Ich weiß, es hätte für alle ein so entspannter Abend werden können, aber ich bin nicht Frauke Ludewig, sondern Sophia Tomala. Und meine Gäste haben heute das Pech, sich meinen Fragen stellen zu müssen. Also es ist so ein kleiner Seitenhieb bei dem Frauke Ludewig. Ja, Frauke Ludewig ist ein bisschen flach. Die ist wahrscheinlich so wie ich mit Mark Robin im Interview. Ich habe dafür viel Kritik geerntet. Ich wollte mich zu einem Zeitpunkt dazu auch nochmal äußern und das nochmal Revue geschehen lassen, wie ich mich da als Moderator-Interviewer gegeben habe. Wir haben hier eine freche Sophia Tomala. Wie gesagt, meine Hauptfrage heute an euch ist, wie findet ihr, hat sie das gemacht? Ist sie peppig, ist sie frech oder ist sie einfach nur unnötig und unlustig? Ich bin da persönlich selber so ein bisschen hin und her gerissen. Sie liest jetzt einmal so ein paar Schlagzeilen vor, die es gab tatsächlich. Und dann zu guter Letzt möchte sie noch mal einen Witz reißen. So, letzte Schlagzeile. Sophia Tomala grillt Bachelorette-Kandidat. Oh ne, die erscheint erst morgen. Ja. Schauen wir mal. Das Problem ist halt, dass die ganzen Leute, die dort sitzen, sie gar nicht lustig finden. Ich glaube, die finden sie super unnötig, weil, also sie hat sich wohl vorgenommen zu roasten. Ich weiß jetzt nicht, ob das von ihr selber kommt oder ob das die Regie von ihr will oder ob sie das bei I The One geboten hat und jetzt versucht man das so richtig zu überspitzen und auszureizen. Für mich ist halt ein schlechtes Zeichen, dass die Anwesenden dort nicht mitgerissen werden. Also die fühlen sich nicht gut aufgehoben von ihr oder unterhalten, und das ist ein schlechtes Zeichen. Warum wolltest du im Fernsehen die große Liebe suchen? Ich hatte einfach Bock auf ein Abenteuer und dachte mir, probier's einfach aus. Ein Jackpot, geht halt mit ihr als Frau raus. Im anderen Fall lernst du coole Jungs kennen und hast einfach eine geile Zeit. Ah, Bro Island. Wie schön. Das liebe ich. Im Endeffekt war es ja so für mich. Mhm. Aber ja. Sie ist halt so frech, ne? So Bro Island oder was auch immer, ist ja auch egal, warum man ins Fernsehen gegangen ist. Die wenigsten davon sind, glaube ich, wirklich da gewesen, um die wahre, wahre Liebe zu finden. Sie ist so ein bisschen so zickig, passiv-aggressiv, würde ich sagen. Jetzt kommt Sharon rein. Sie hat keine Perücke auf. Und Sharon erntet erstmal ein Kompliment von Sophia, so auf den du siehst richtig gut aus. Und dann, während Sharon allen Hallo sagt, schmeißt Sophia nochmal so einen kleinen giftigen Kommentar rein. Sexy sieht sie aus, ne? Max. Das auf jeden Fall. Ja. Sexy sieht sie aus, nicht wahr, Max? Weil Max sie halt nicht sexy fand in der Show.
ist, ja. Nun möchte Sophia wissen, wie sich Sharon nach dieser ganzen Zeit jetzt fühlt. Ich weiß nicht, wie viele Wochen vergangen sind. Dann gibt es auch wieder Tage, an denen man wirklich extrem irgendwie noch in Thailand hängt und darüber nachdenkt und es so ein bisschen sogar vermisst, dieses von allen begehrt zu werden, dieses unnatürliche Gefühl, dass alle Männer auf der Welt auf einen stehen. Nun brauchen wir nochmal wirklich diese Thematik und das ist wirklich ein großer Bestandteil dieses Wiedersehens und zwar, was Max da jetzt nun meinte mit bist du nun heiß oder bist du nicht heiß? Was sie, glaube ich, auch nicht verstanden hat, ich habe eine körperliche Anziehung zu ihr gespürt, aber das halt nicht so auf Freundin-Basis, sondern eher so halt auf Kumpel-Basis. Also ich hätte mir vorstellen können, mit ihr zu tanzen, mit ihr zu kuscheln, viele Sachen zu machen. Okay, wow. Also was zum Beispiel? Viele Sachen, Petting, irgendwie sie lecken oder sie lutscht deine Nudel so rein freundschaftlich. Was genau meint er mit rein freundschaftlich, körperliche Anziehung, viele Sachen? Ich bin irgendwie kurz raus. Stars wird auch so ein bisschen unter die Lupe genommen von Sophia und zwar warum er erst so spät gedroppt hat, dass er eine Tochter hat. Also ich gehe jetzt nicht zu Menschen hin, die ich gerade kennengelernt habe. Hey, ich bin Stars, bin 28, ich habe Kind. Also, ich erzähle das schon, aber halt, ja, ein bisschen später, ne? Gut, aber ne, in so einer Dating-Show zu sein, ist ja auch eine Ausnahmesituation. Da genau. Handelt man natürlich auch außergewöhnlich. Ne? Na, das verstehe ich halt nicht. Kritisiert sie ihn jetzt dafür, dass er nicht in der ersten Folge gesagt hat, er hat eine Tochter? Es gibt nichts, was man jemandem in der ersten Konversation sagen muss. Auch eine Frau, die keine Kinder bekommen kann, muss das nicht sofort sagen. Ich finde, sie kann schon den Mann erstmal kennenlernen und gucken, wann es sich richtig anfühlt, diese Information zu droppen. Nun geht es um das Thema Haare. So, wie war das für dich? Weil du hast dich ja jetzt ohne Haarpracht gezeigt. Bis dato kannte mich ja auch nur meine Familie, meine engsten Freunde irgendwie so. Wenn ich mich nicht irre, dann gab es ein Video, in dem sie sich die Glatze rasiert hat. Und das war online. War das auch schon online, bevor sie bei Bachelorette war? Weil wenn ja, dann kannten das zu dem Zeitpunkt ja auch schon viele, oder? Hat es keiner von euch geahnt eigentlich? Also hatte keiner mal so eine Ahnung, irgendwie das könnte eine Perücke sein? Also ich weiß, Männer sind ja, was Frisuren angeht, total blind, ne? Ja, genau. Und die meisten Hairdesigner und Haarstylisten, also die Besten aus dieser Branche, sind leider Gottes auch alles Männer. Von daher fährt ihre These einmal komplett gegen die Wand. Männer würden nichts davon erkennen. Mir ist ein bisschen vielleicht aufgefallen. Okay. Als wir das Date im Pool hatten und ich die halt auf den Kopf gefasst habe, ja. Da hat sich das ein bisschen komisch angefühlt. Also ehrlich okay. Gesagt jetzt so, aber ich habe da jetzt nicht drüber nachgedacht in dem Moment, dass es vielleicht okay. Eine Perücke sein könnte. So. Okay, aber sagen wolltest du auch nichts. Okay, wow, also ganz viele Sachen. Er zum Beispiel sollte eigentlich schon die Klappe halten, ne? Weil er hat sich, glaube ich, viel zu viel schon geleistet in Sachen, hey, ich finde dich nicht heiß. Jetzt sagt er, als er ihr an den Kopf gefasst hat, fühlte es sich komisch an. Und dann kommt Sophia mit, aber sagen wolltest du auch nichts. Ja, das ist das einzig Richtige, was der Max in dieser Staffel wahrscheinlich gemacht hat. Und zwar, das in dem Moment nicht anzusprechen. Sag mal, wieso fühlt sich das so komisch an? Ich glaube, das wäre kein schöner Moment gewesen für Sharon. Jetzt ins Wasser springen, okay, wie mache ich's da? Und dann... weiß ich nicht, da irgendwie ein Zaubertrick und ich dachte, jemand will an die Haare und ich war schon so, also, ja, es war... Die hätte ja auch aus Versehen abfallen können, ne? Was ja, gut, die war geklebt, ne? Aber, ja, aber es gab schon die ein oder andere Situation, da habe ich echt... Wo es brenzlig wurde? Weil ich wollte ja noch einen Moment warten irgendwie, aber... Oh, das stelle ich mir richtig unentspannt vor, da immer wirklich dran zu denken, fässt er mich jetzt an, verrutscht hier irgendwie mein Tuch, sieht man, dass das unnatürlich sein könnte. Also da hat sie, glaube ich, keine leichte Situation erlebt oder viele unangenehme Situation erlebt, oder? Also ich stelle mir das richtig unentspannt vor, dass man nicht einfach sich so benehmen kann, wie man möchte und jetzt einen Köpfer macht und, keine Ahnung, einen Handstand und whatever oder sich durch die Haare fest oder... Also auch auf deine Frage einzugehen, es war klar, dass es eine Perücke ist, aber ich kenne es auch einfach aus den kulturellen Kreisen so bei mir, ja. In der Familie. Und das ist sowas, was ich jetzt ganz oft wirklich gehört habe, weil ich war natürlich hin und weg, dass Sharon sich so im Fernsehen zeigt und dann haben viele eben auch gesagt, ja gut, aber ganz ehrlich, kaum eine Frau aus diesen kulturellen Kreisen hat natürlich glatte, lange Haare und viele von denen haben entweder einen Millimeterschnitt oder eine Glatze unter ihrer Perücke, aber trotzdem ist es auch nochmal so next level, sich damit dann zu präsentieren, weil Sharon sagt später auch, sie macht selbst Krebskranken, die sich einer Chemotherapie unterziehen, total den Mut, weil sie taucht einfach als Frau mit einer Glatze, die sie sich nicht einfach rasiert hat, weil sie da Bock drauf hat, sondern sie war durch etwas anderes getrieben, taucht sie damit im Fernsehen auf und fühlt sich einfach schön und fraulich. Nun wollen wir wissen, ob Sharon auch ein bisschen Hate bekommt. Gibt es da Zuschauer, die sagen, ey, Girl, mach mal keine Welle, du bist nicht die Erste und nicht die Letzte mit einer Glatze? Es gab den ein oder anderen negativen Kommentar, so nach dem Motto, dass eine Glatze nicht weiblich wäre und nicht sexy. Und das wäre ja, sieht ja aus wie Meister Propper und Meister Propper wäre ja nicht weiblich. Mhm. Okay, wow. Und wer bitte setzt sich da hin
und verfasst so einen Kommentar. Ich bin schockiert. Oder so hübsch bist du jetzt auch nicht. Wir wissen es jetzt alle, du hast eine Glatze. Also einfach unnötige Kommentare. Und das sind wirklich so Sachen, da muss man einfach sagen, okay, danke, dass du den Algorithmus gefüttert hast. Danke, dass du deine geistigen Blähungen abgelassen hast. Aber ich verschwende darauf keine Gedanken. Max wird nun wieder zu Wort gebeten. Er soll bitte nochmal erklären, was er denn sagen wollte, als er sagte, er fühlt sich nicht angezogen zu Sharon. So, ich stehe halt ein bisschen mehr auf Kurven. Mhm. Hübsches Gesicht, hübsches Lächeln, guten Körper. Mhm. Also beschreibst du eigentlich Sharon? Da finde ich zum Beispiel Sophia Tomalas Input richtig gut, weil sie zeigt dem Max, glaube ich, einfach, wie unnötig er ist und was er da eigentlich labert. Also, weißt du, dann ziehst du gerne weiter. Ich meine, das ist ja nichts, womit sie was anfangen kann. Also so, ich spüre keine Anziehung zu dir, weil deine Brüste sind zu klein und dein Arsch ist zu flach. Damit machst du jemandem höchstens Komplexe. Sag's doch nochmal anders. Ich hätte schon gesagt, das hat sich halt wirklich eher halt wie mit einer besten Freundin für mich angefühlt. Ja, in der ersten Nacht der Rosen hast du ja gesagt, Sharon ist dein Typ. Ist sie auch. Okay, es ist einfach vorbei. Ich glaube, entweder er hat einen Burnout oder er ist einfach ein paar Mal vom Wickeltisch gefallen. Auf jeden Fall scheint da irgendwas gewaltig nicht zu stimmen. Und wir sprechen ihn am besten gar nicht mehr auf dieses Thema an, okay? So, vom Äußerlichen. Hä? Vom Äußerlichen? Ja, mit den langen, schwarzen Haaren, vom Hauttyp her. Ja, sorry, mit mir hast du Pech heute. Alles gut. Ach, Max. Ich begreife ja immer noch nicht so richtig. Ja, gut. Also vom Äußerlichen, ja, mir haben einfach die Kurven bei ihr gefehlt. Halt einfach dein Maul. Wirklich. Lass es einfach. Das hat nichts mit, ich bin ehrlich, ich bin irgendwas, gar nichts. Es ist einfach mächtig auf den Kopf gefallen. Zum Glück sieht er gut aus und hoffentlich ist er gut im Bett, weil mehr ist da einfach leider nicht zu holen. Nun geht es um Emanuel, weil der hat dann ja beim Date direkt der Sharon reinen Wein eingeschenkt und hat gesagt, du, und by the way, im Haus ist jemand, der hat gesagt, du bist hässlich. Und ich möchte dir aber keinen Namen sagen. Und Emanuel denkt, er hat das so im trotzdem noch Buddy loyalen Sinne gemacht, aber dann eben auch ehrlich und transparent der Sharon gegenüber, aber so gar nicht im eigenen Sinne. Und da kommt jetzt wieder Tomate ins Spiel. Direkt jemanden eliminieren, wenn man kann, ne? Bum, bum, bum. Da war keine Intention dahinter, wie ich schon erwähnt habe. Ich habe auch keinen Namen erwähnt. Ich wollte ihn ja nicht irgendwie ins kalte Wasser schmeißen oder so, sondern für mich war einfach klar, dass ich das erzähle, wenn es zum Thema wird. Ja gut, komm. Leute, mal Hand aufs Herz. Ist das ein Bro-Move? Ja oder nein? Das ist ungünstig gelaufen, würde ich sagen. Was sagst du dazu? So, ich persönlich hätte es jetzt nicht gemacht. Da fand ich es halt wieder angebracht. Also die Tomala hat schon wirklich gute Momente, wo halt andere Moderatoren vielleicht nicht so kritisch wären. Na, wo sie dann so sagt, okay, laber keinen Scheiß, du hast es doch nur gemacht, um irgendeinen anderen schlechter dastehen zu lassen, weil du wusstest, dass es irgendwie auffliegen wird und dass es auf Max zurückfällt und so weiter. Da finde ich es dann schon wieder angebracht. Also kann Emanuel mir auch nichts erzählen. Also mein Lieblingsmoment war ja der zwischen Lukas und Emanuel. Das war so richtig schöner Kindergarten. Herzlichen Glückwunsch. Mein Kopf nicht anfassen. Sorry, Bro, sorry, Bro, sorry, Bro. Was war da eigentlich los? Da muss ich sagen, feiere ich sie an. Da feiere ich sie auch, die Tomala, weil das war wirklich sowas von kindisch. Und zum Glück haben es die beiden aber reflektiert und fühlen sich dadurch jetzt nicht getriggert, dass sie sich so lustig über diesen Moment macht. Ihr erinnert noch, ne? Emanuels Kopf wurde angefasst und das war so respektlos und so weiter. Und da habe ich mir auch gedacht, der hat den Schuss nicht gehört, der Arme. Nun geht es um den Sieger. Da ist so die Frage von Tomala, sag mal, du hattest ja irgendwie immer ein ganz gutes Gefühl und so. Wie kommt das? Bist du selbstverliebt oder... Ich bin ja auch ein bisschen älter, muss ich sagen. Ne? Ich hab das Was ja, hat das mit dem Alter zu tun? Dass ich das ganz gut einschätzen kann, wie die Stimmung zwischen uns war. Okay. Ich habe mein Ding gemacht, habe gehofft, dass es gut ankommt und kam ganz gut an. Es war eine gute Antwort seinerseits. Natürlich hat das was mit dem Alter auch zu tun, aber auch mit dem Gewilltsein, an sich zu arbeiten. Ne? Also du kannst auch 40 sein und immer noch so drauf sein wie Emanuel. Du kannst aber auch 30 sein und megamäßig an deinem Päckchen gearbeitet haben und super selbstreflektiert sein. Und dann kannst du da auch hingehen und sagen, ey, was ich mache, ist eigentlich derbe gut. Ich hoffe, sie erkennt das und ich glaube, sie erkennt das. Und irgendwie fühlt sich das ganz gut an. Das sehen wir auch im Finale. Der Gewinner, dessen Namen ich leider gerade schon wieder vergessen habe, was ganz schlimm ist, das liegt bestimmt nur an der Hitze, der ist da mit einer ganz anderen Einstellung rangegangen. Ganz anders als Lukas. Lukas war ja so, es ist das letzte Mal, es ist tschüss und bla. Der hat das schon prophezeit, wisst ihr? Und er hier hat es einfach richtig, richtig gut gemacht. Ja, attraktive Männer und lustige Männer und das, ja, keine Frage. Lustige Männer.
Davon habe ich bis jetzt auch hier in der Reunion noch nichts mitgekriegt. Die haben einfach keinen Bock auf dich, Tomala. Die haben einfach gar keinen Bock auf dich. Die fühlen sich mega abgeturnt von deiner Art. Und deswegen ist da gerade auch keiner er selbst, weil die einfach Angst haben, dass du den gleich wieder ans Bein pisst. Das hast du nicht so gut gemacht, dass sich deine Gesprächspartner wohlfühlen mit dir. Jan, wie ist es für dich, jemanden zu küssen, der auch andere datet und auch andere küsst? Schaust du dir ist die... total doof. Nee, ich habe noch nichts geguckt. Du hast noch nichts geguckt? Nö, da bin ich Fuchs, habe immer weg. Okay. Weggeguckt. Und warum dich? Aus Eigenschutz, oder? Ja. Also, will man nicht sehen. Jan, okay, jetzt habe ich den Namen wieder drauf. Und da hat sich ja eigentlich an der Stelle auch schon erübrigt, so die Frage, ob die noch zusammen sind oder nicht. Weil warum sollte er sich das nicht angucken? Sein Herzschmerz, wenn er jetzt nicht mehr mit ihr zusammen wäre, könnte nicht so groß sein, oder? Also, für mich war hier dann auch schon klar, okay, die sind auch schon noch ein Paar. Klar, es wurde gespoilert. Online gibt es Leute, die natürlich direkt schon sagen, ey, die sind auch zusammen und so. Die nehmen uns die Vorfreude. Aber da hat er sich ja eigentlich schon verraten, ne? Ich war ja der Glückliche, der den ersten Kuss bekommen hat. Das hat das noch ein bisschen einfacher gemacht, fand ich, für mich. Mhm. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich hätte jetzt gedacht, dass der sich das auch anguckt, dass den das nicht so großartig stört, weil er irgendwie noch mal ein bisschen mehr bei sich ist. Aber der guckt sich das wirklich aus Eigenschutz nicht an und tröstet sich damit, dass er der Erste war, der sie küssen durfte. Du weißt aber schon, dass du nicht der Erste warst, der sie überhaupt in ihrem Leben geküsst hat. Ne? Die hatte schon mal einen Freund, der hat auch schon mal Sex und so weiter und so. War schon mal verliebt vielleicht, die ist nicht ganz unberührt. Emanuel versucht sich noch so ein bisschen zu erklären. Und zwar hat er immer noch nicht eingesehen, dass er zu viel Deep Talk gemacht hat, sondern er glaubt, irgendwie es würde daran liegen, dass die nur so Frontal-Dates hatten. Wir hatten sehr gute Dates, aber ich hatte das Gefühl, dadurch, dass wir immer nur gegenüber sitzen, und weißt du, ich meine? Ja, okay. Hatte ich nicht die Chance dazu. Also ich hatte schon geile Dates in einem Fastfood-Restaurant. Und das ist halt ein Punkt. Also du brauchst kein besonderes Ambiente, um ein gutes Date zu haben. Ist auch gut, dass die da so ehrlich zu ihm sind, weil das könnte dann eben dazu führen, dass er nochmal weiter an sich arbeitet. Und geht es um Selbstbefriedigung. Ja? Sharon sagt, sie hat so viele geile Momente gehabt, so viele geile Typen um sie herum. Und da wurde sie auch schon mal sapschig. Da hat man auch mal ein paar wilde Gedanken. Und ich war auf einem kompletten auch Detox, also kompletten Detox. Nicht nur mit jemandem, also kompletten Detox. Mhm. Okay, du hast dich also nicht berührt. Aber warum nicht? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde mir dort einen Fingern, bis der Arzt kommt. Vor den Dreharbeiten, danach, nachts, morgens. Also einfach, um richtig befriedigt in diese Situation zu gehen. Nun spielen sie Ich hab noch nie. Ich hab noch nie einen Bro verpfiffen. Ich hab noch nie einen. Emanuel, also wie lange soll man denn warten? Also. Ich lass mir Zeit, das ist ja genüsslich jetzt hier. Das ist Spaß. Na komm, Manuel. Nein, alles gut. Mhm. Diese Spitze muss man dort eben über sich ergehen lassen. Ja, wir haben es verstanden. Sie hat. Sie findet, du hast deinen Bro verpfiffen. Du kriegst das noch ein paar Male zu hören, glaube ich. Ich hab noch nie versucht, Sharon nach der Show zu kontaktieren. Was ist, wenn es andersrum war? Was hast du gesagt, auch wenn es andersrum war? Okay. Sharon, hast du Max kontaktiert nach der Sendung? Hab ich? Ich frage. Also, hat... Ich frage auch. Dürfen wir? Hat Sharon, Sharon dich nach der Sendung kontaktiert, Max? Nein, hat sie nicht. Leute, ihr könnt das jetzt nicht einfach so stehen lassen, weil was ist da jetzt passiert? Hat sie sich nochmal von ihm eine Bestätigung geholt? Hat sie nochmal mit ihm schlafen wollen oder was ist hier passiert? Ihr könnt das jetzt nicht einfach so totschweigen, ne? Wir brauchen jetzt schon die Erklärung. Nein, wir haben ja gemeinsame Freunde. Ach so. Du hast mir ja geschrieben. Ja, nee, ja, stimmt. Instagram. Das stimmt. Wir haben gemeinsame Freunde tatsächlich, sehr enge. Und die haben natürlich sehr mitgefiebert und haben mir geschrieben. Und daraufhin habe ich ihnen das gesagt, wie krass, die Welt ist klein. Stimmt. Also muss ich jetzt trinken. Genau. Mhm. Jan, wusstest du das? Ich finde dich auch eine Frechheit irgendwie. Hat sie total vergessen, ne? Hat sie ganz, ganz total vergessen, dass sie dem nochmal geschrieben hat. Dem Typen, der sie nicht geil fand. Nö, klar. Würde ich auch total vergessen, dass ich dem jemals geschrieben habe. Naja, ich glaube, sie hat sich so halbwegs charmant aus der Situation gerettet. Nun gab es nochmal so ein paar romantische Situationen, die eingeblendet wurden. Hier laufen die emotionalsten Momente und einer schaut nicht hin. Jan. Ich? Du hast nicht ein einziges Mal auf den Monitor geschaut. Das ist Quatsch. Am Ende habe ich geguckt. Warum guckst du nicht? Das würde mich wirklich mal interessieren. Kannst du dir doch denken, ne? Ist es für dich so hart? Woran liegt es, dass du dir das nicht angucken kannst? Also ich habe ein gutes Verhältnis zu den Jungs und aber gerade deswegen müsste es doch eigentlich kein Problem sein. Nee, wenn ich die Person nicht mögen würde, dann wäre mir das eigentlich scheißegal. Aber auch ich will sie ja nicht sehen wie sie. Ist es so, wenn ich nicht hingucke, dann ist es nicht passiert, oder?
Ja, ich probiere einfach so wenig zu sehen wie möglich, um mich ein bisschen selbst zu schützen und klappt ganz gut. Versteht ihr ihn da? Oder glaubt ihr, es ist schon eine Red Flag? Oder glaubt ihr einfach, der kennt sich selber gut und er möchte sich das nicht ansehen, weil er die Sharon liebt? Und dann, um gar nicht erst irgendwie komische Gedanken zu produzieren, guckt er sich das gar nicht erst an. Das würde mich mal interessieren, wie ihr das einschätzt. Also ich muss sagen, ich würde es mir auch nicht angucken. Nee, würde ich auch nicht. Ich finde, der macht das schon ganz gut. Weil ich möchte gar nicht so ein Kopfkino haben. Ich weiß, was ich mit ihr hatte. Und wenn das jetzt meine Partnerin ist, ich würde mir das nicht angucken. Doch, das ist mein Fazit. Sharon, wie viel ist dir denn, das Ganze nochmal zu sehen? Mir ist es sehr schwer gefallen. Und das anzugucken ist für mich auch... Immer noch schwer? Ja. Ui. Und da komme ich nochmal auf mein Thumbnail vom Finale zurück. Und zwar hieß das, ob sich der Sieger hier wirklich freuen kann. Also es ist für sie immer noch sehr, sehr schwer, sich die alten Bilder anzugucken, weil sie noch auf den Lukas steht. Und das wird mich dann natürlich ein bisschen kratzen. Dann kann ich auch verstehen, dass der Jan sich dann nichts angucken möchte, noch zusätzlich. Weil du deine Gefühle für Lukas eventuell noch nicht ganz abstellen kannst? Oder warum ist es so schwer, das jetzt im Nachhinein noch anzuschauen? Ich kann mich sehr gut in diese Situation noch mal hineinfühlen, auch wenn es jetzt ein paar Wochen her ist. Ja. Und nur weil ich eine Entscheidung getroffen habe, heißt es nicht, dass alles andere danach an mir abfällt und abprallt. Also ich verstehe sie, versteht mich jetzt nicht falsch, weil ich verstehe, was für eine Situation sie ist. Aber ich denke da gerade an den Jan. Und das würde mir, so sehr ich auch Verständnis aufbringen wollte für dieses ganze Geschehen dort und dass die Show so läuft, es würde an mir nagen und kratzen. Nun melden sich per Videobotschaft die vorigen Bachelors und geben noch mal ein paar Tipps an die Sharon. Ich finde das so lustig, ne, wenn jemand dir einen Tipp gibt, der so viel Fragezeichen in den Köpfen der Zuschauer ausgelöst hat. Wenn ich dir noch einen Tipp mit auf den Weg geben darf, dann würde es sein, bleib dir auch selbst treu und hör weiterhin auf dein Herz. Genau, also ich würde wirklich auf die Tipps von Nico hören. Der hat das alles sehr, sehr vorbildlich gemacht und das war wirklich ein roter Leitfaden. Wie wir ja gelernt haben, ist die letzte Entscheidung auch nicht in Stein gemeißelt. Also kannst du eigentlich auch noch zum Lukas zurück. Also ich meine, der Jan muss hier schon echt viel schlucken, ne? Nur, dass du Bescheid weißt, ihr könnt euch ja immer noch umentscheiden, weil sie hat ja immer noch Gefühle für beide. In diesem Sinne, heiliger Bimmer, Sharon, du warst echt eine krasse Bachelorette. Und ich meine, er als richtig krasser Bachelor weiß das auch wirklich gut einzuschätzen, welcher krass ist und wer nicht. Die alles entscheidende Frage, die uns unter den Nägeln brennt. Sharon, Jan, seid ihr noch ein Paar? Ja, seid ihr? Ja. Süß, die sind noch zusammen. Das freut mich für die beiden. Also wirklich, ich wurde in dieser Staffel so überrascht, weil ich war wirklich felsenfest davon überzeugt, der Lukas würde es werden. Aber ich lag falsch. Ah, das freut mich aber. Seid ihr happy? Ja. Ja? Ja? Das ist super. Okay, jetzt verstehe ich auch, warum du die Matzen nicht gucken wolltest, ne? Seid ihr wirklich happy? Die Erwartungshaltung in so einer Situation ist natürlich immer riesig. Man muss sagen, man ist über beide Ohren richtig doll verliebt und das ist alles super. Und man hatte noch nie Streit und man liebt den anderen, weil er ist genauso, wie man ihn in einer Fabrik bestellt hätte. Sie spielen jetzt so ein Hochzeitsspiel, wo beiden die gleiche Frage gestellt wird und jeder schreibt die Antwort auf seine kleine Tafel. Worum ging es bei eurem ersten Streit? Gibt's ja. Achso. Gibt's keinen Streit? Gibt noch keinen Streit? Also, dazu muss ich was sagen. Ja. Ich kann manchmal schon natürlich auch sehr temperamentvoll sein und so ein bisschen zickig, aber er gibt mir den Space gar nicht dafür. Wow. Und da würde ich sagen, das ist eine gute Kombo. Weil das zeigt mir halt einfach, dass er eine ganz, ganz tolle Kultur hat, so eine Beziehungskultur und gar nicht erst mit dir streiten möchte. Fragt sich dann natürlich nur, was passiert, wenn er mal so doll getriggert ist, weil die sind ja jetzt auch nicht 5 Jahre zusammen. Er kann ja auch nicht so ein Buddhist sein, so ein Buddha, so ein Yin-Yang im Element. Vielleicht rastet er irgendwann auch aus und ob sie dann ihm auch so eine ruhige Gegenseite bieten kann, ist die nächste Frage. Jan, du als Florist, komm. Ja? Oh. Du als Rosenverteiler. Ah, ich weiß es. Bitte frag. Blümchensex? Ach so. Oder darf es etwas härter sein? Beides. Na klar. Oh Gott, mit Ausrufezeichen. Halleluja. Na gut. Einmal umdrehen, bitte. Beides. Was steht da? Gern auch härter bei Bedarf. Also auch beides. Ja. Okay, gut. Die Mischung macht's. Ja. Sehr gut. Ja. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Information, ob sie einmal so richtig zerstört werden möchte, beziehungsweise er wundgeritten werden möchte oder ob es dann eher so kuschelig sein darf. Wer ist eifersüchtiger? Das war so kurz bei dir.
Das ist safe ich. Umdrehen? Das ist immer der Klassiker, ne? Sag, so ein Schmack. Ist Sharon eifersüchtiger? Es kam noch nicht dazu, glaube ich, bei beiden irgendwie die Situation. Aber ich gehe mit der Situation, glaube ich, ganz gut um. Deswegen schätze ich mich jetzt mal... Als nicht so eifersüchtig ein. Bin ich, also das bin ich sowieso nicht, aber... Ja, okay. Es bleibt spannend. No, keiner ist perfekt und ich glaube nicht, dass die, nur weil die noch nie gestritten haben, keine Probleme haben werden. Das tut mir leid, Leute. Aber hier, wenn dann hier schon einige Seiten eifersüchtig sind, ich bin gespannt, wie das weitergeht. Wer hat zuerst "Ich liebe dich" gesagt? Einmal umdrehen, bitte. Das muss gleich sein. Der wäre hart, wenn nicht. Noch keiner. Okay, noch keiner gesagt. Finde ich aber gut. Kann man sich auch ein kleines bisschen bezahlt lassen, ja, oder? Ja, also das habe ich ja auch schon vor Ort gesagt. Das muss ja nicht immer alles so... so schnell, unter Druck. Da bin ich richtig beruhigt, weil ich dachte mir schon so, oh Gott, bitte lass die sich nicht nach 4 Wochen "Ich liebe dich" gesagt haben, weil bitte, überstürzt es nicht. Es hat alles seine Zeit, man kann sich auch erst später "Liebe, ich liebe dich" sagen, es ist so besonders und man hat im besten Fall so viel Zeit, das dem anderen noch zu sagen, weil man es halt wirklich meint. Lukas, du guckst so ein kleines bisschen bedröppelt, wie ist denn das so für dich, wenn du jetzt so die Bilder siehst? Was? Bedröppelt schaust du. Echt? Finde ich schon. Ich bin wirklich am Boden gerade, nee, also... Es ist, wie gesagt, mittlerweile ein bisschen Zeit dabei. Und das Gute, was ich wirklich sagen muss, ist, dass ich glaube, ich da einfach ein bisschen anders funktioniere und beide sehr gerne mag. Und dementsprechend wünsche ich den beiden vom Herzen alles Beste und freue mich für die beiden. Und ich glaube, alles passiert im Grund, das Leben arbeitet für mich. Und was nicht passieren sollte, ist nicht passiert. Und deswegen versuche ich damit, gesund umzugehen. Hat er super beantwortet. Also ich meine, die Sophia musste da natürlich noch mal Salz in die Wunde streuen und ihm unterstellen, er würde bedröppelt gucken. Also es ist schon ja fast grenzwertig. Aber er hat, besser hätte er nicht antworten können. Alles, was passieren soll, passiert. Was nicht passiert, passiert nicht. Und ich glaube eh, dass sie demnächst vielleicht mit dem anderen Schluss macht und dann so ihm zurückgeht und so. Also es ist sehr, sehr spannend, wie es weitergeht. Leute, ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Ich brauche jetzt erstmal eine kalte Dusche. Ich schicke euch ganz, ganz, ganz liebe Grüße aus Negotin und freue mich schon auf das nächste Video morgen.